Etagen 3, Boss. Ja, guck mal, wir haben 92. Wir haben da noch einiges an Vorrat. Grape und ihre Sauertruppe haben das Funkeltheater gekapert und verwandeln alle Theaterstücke in Tragödien. Kann Prinzessin Peach die Stücke retten und für ein glückliches Ende sorgen? Ladebildschirm, Ladebildschirm, Lade, Lade, Ladebildschirm. Ach, Madame Gräpe. Kämpf doch selbst, du faule Eule. Peach, Peach, Peach. Und auch du, Stella, wie könnt ihr es wagen, meine wundervollen Vorführungen zu zerstören? Alter, Grape, du hast keine Chance gegen Peach. Es könnte eine Traube gegen den Pfirsich gewinnen. Müsst ihr mal jetzt in die Küche gehen? Nehmt einfach so eine Traube und einen Pfirsich und haut die gegeneinander. Prinzessin Peach Showtime! Oh Mann. Vielleicht betrübt es euch, das zu hören, doch mein Plan zur Aufführung der ultimativen Tragödie wird bereits umgesetzt. Aber vor euch fällt jetzt leider der Vorhang. Lumi, sei so gut und spiele etwas mit diesem kleinen Mäuslein, ja? Oh. Löwe. Eben hatten wir eine Miezekatze. Und eine Schlange. Lumi-Löwe. Aua. Oh wei, in sowas bin ich nicht gut. Ja, komm, kleiner Löwe. Fuck. Ja, komm her. Alter Schwede. Oh, komm schon. So. Das kriegen wir noch hin. Wäre doch gelacht. Herzchen!
Das geht. Na, komm schon. Oh, komm schon. Übertreib mal. Bin sowas scheiße. Ah, fuck. Yo. Aua. Oh, der macht das ja jetzt. Oh, das ist gemein. Wie soll ich denn das? Ah, der Löwe macht's jetzt wieder kaputt. Weil ich den Drecksack einfach nicht treffe. Schon. Wie soll das? Oh, das ist mies. Prinzessin Peach ist doch nicht so schnell. Ich werde verkacken. Oh. Das ist ein bisschen too much. Die letzte Phase. Die macht einen komplett gaga. Erste Phase ist noch verständlich. Die zweite wird kritisch. Die zweite ist machbar. Die dritte wird... Die sehe ich echt nicht. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Macht er jetzt diese... Nein, er macht jetzt Laserzirkus. So, jetzt macht das hier oben. Okay. Oh, komm schon. Ey. Wenn die Peach jetzt so langsam wäre ohne die Kostüme, ne?
Sprunghöhe hält sich auch in Grenzen. Wenn du dann auch noch den richtigen treffen. Oh, das ist ja ekelhaft. Weiß ich, ob seine Kopie auch raucht. Nee, ist nur der hier. Okay, daran kann ich zumindest den Fake erkennen. Also, dass der jetzt nicht gleich... Sehe ich nicht. Das sehe ich jetzt nicht, wo ich den hätte jetzt so zurückschlagen können. Oh, ist das asozial! Den habe ich jetzt irgendwie getroffen. Hätte aber auch nach links gehen können. Oh, war der Löwe eklig. Böse Miezekatze, böse. Ein Löwe, zwei Löwen. Drei Löwen. Vier. Boah, dieser böse Löwe. Toll, jetzt erstrahlt ein Teil des Theaters wieder im alten Glanz. Das haben wir dir zu verdanken, Peach. Deine Funkelkraft ist einfach spitze. Wir sollten ein Theaterstück über dich schreiben. Aber vorher müssen wir noch was gegen Grape unternehmen. Jetzt kommen wir ins oberste Stockwerk. Vielleicht ist sie ja dort. Wahrscheinlich. So, hier haben wir alles. Das ist gut. Das war doch nur ein kleiner, lieber... Eine kleine, liebe Mieze. Die andere Mieze war auch ein bisschen gemein. So, wir haben noch drei Charaktere, die wir im Keller befreien müssen. Einen kennen wir. Stimmt, die Eiskunstläuferin. Eiskunstläuferin, die Meerjungfrau und die Kung-Fu-Kämpferin. Die fehlen noch. Und Mega Man, vier Stück. Krass. Ja, ich gehe mal kurz. Ah, da wollte ich gerade. Was wollen wir denn zunächst als nächstes sehen? Ich gehe mal ganz kurz nochmal Pipi machen. Währenddessen könnt ihr ja checken, was ihr wollt. Superheld, Kung Fu, Meerjungfrau. Oder Dingsbums. Schlittschuh.
Ja, habe ich vergessen, die Aufnahme zu pausieren. Haha, scheiße.